Hallo, ich bin Werner Brun. Jetzt sitze ich hier in meinem eigenen Hotel an der Nordseeküste in St. Peter-Ording. Das ist eigentlich so von der Hintergrundgeschichte, wie es dazu kam, für mich nach wie vor völlig verrückt. Ich sitze hier mittlerweile in einem hochmodernen eigenen Hotel, aber dazu gleich mehr. Zunächst, wie kam es dazu? Also ich bin in einem kleinen Dorf in Dithmarschen groß geworden. Das ist von hier so, na, Luftlinie 20 Kilometer weg. Auf der anderen Seite der Eider. Das ist eine Besonderheit für die Menschen, die hier in der Gegend leben, weil das war so eine natürliche Grenze, über die ich Anfang der 60er Jahre mit meinem Vater und dem Schmied aus dem Dorf auch rübergehen durfte, weil die Eider war zugefroren. Naja, jetzt kann man gleich wieder denken, Global Warming und so weiter. Ja, wir erhöhen die Deiche gerade an der Eiderabdämmung hier ganz in der Nähe. Naja, ohne zu sehr abzuschweifen, da bin ich also in einem kleinen Dorf groß geworden, noch mit Schmied und Krämer, also Kaufmannsladen, da auch um die Ecke und so weiter. In den heftigen Wintern haben die Männer im Dorf noch Schnee geschippt und die Straßen wieder freigeschaufelt. Dann wurde in irgendeiner der beteiligten Familien, wurde dann mittags ein großer Topf auf den Tisch gestellt und von dem haben dann alle etwas Deftiges gegessen. Heutzutage undenkbar, ja, da ist die Community nicht durch so einen dampfenden Kessel in der Mitte geprägt, sondern da ist es eben Facebook und Instagram und andere soziale Medien. Ich muss sagen, ich selber so mit Mitte 60, da redet man so leicht und locker drüber, aber das ist eine Welt, mit der man sich schon befassen muss. Habe ich beruflich selber machen müssen, weil ich habe mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Kam also, wie gesagt, aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Und irgendwann durfte ich dann noch Informatik und Elektrotechnik studieren. Deswegen auch später werde ich noch darauf eingehen, was hier so die technischen Gegebenheiten in diesem Hotel anbelangt. Aber eins nach dem anderen. So, das war also da in Dithmarschen und diese Lehre und dann Elektrotechnik und Informatik. Das kommt mir natürlich zugute, um ein bisschen zu verstehen, was heutzutage mit Facebook und Instagram und was sich so ein bisschen im Hintergrund abspielt, obwohl das für mich auch schon nicht unbedingt alles überschaubar ist und man jeden Tag auch in der Hinsicht dazulernen muss. Naja, und wie denn jetzt dieser Sprung von mal so ein Radio- und Fernsehtechniker und dann jetzt hier so in einem Hotel, das war dann weiterhin total verrückt, weil ich habe dann nach dieser Lehre Mess- und Regelungstechnik gemacht in der Nähe von Heide in einer Raffinerie. Damals noch für die deutsche Texaco, heute RWE, DEA, jetzt muss ich hoffentlich nicht auch noch Shell und BP und Aral und wie sie alle heißen nennen, nein. So, und dadurch bin ich dann in die technische Welt der Computerisierung eingetaucht. Heutzutage redet man von Digitalisierung und, und. Damals haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Ich war in den Vereinigten Staaten, unter anderem in Texas für die Texaco. Und als ich das erste Mal in eine Raffinerie gekommen bin, die da schon so hochmodern ausgerichtet war, habe ich gedacht, bin im Science-Fiction-Film. Ja. Jede Menge Monitore, über die gesteuert wird, wo man eine schematische Darstellung der Raffinerie auf Farbbildschirmen und so gehabt hat. Wir haben hier von Farbbildschirmen noch geträumt in Deutschland. Naja, also dann Mess- und Regelungstechnik und dann kam irgendwann die Computerisierung. Heute würde man sagen, Digitalisierung in solchen chemischen Werken und Raffinerien, das habe ich dann auch gemacht. Dann hat ein Freund von mir sich selbstständig gemacht mit einem Softwarehaus, wie das so in den 80er Jahren so häufig der Fall gewesen ist, wo man noch jede Menge Chancen hatte, hat man heute auch noch, aber vielleicht nicht mehr so breit gesät, schon gar nicht so in dem Metier, was so Software und Softwareerstellung anbelangt. Da ging es darum, dass Cats nach Hamburg gekommen war. Das war 1986, hatte Cats Premiere im Oberrennenhaus. Das weiß ich deswegen so genau, das Unternehmen Cats, Phantom der Oper, Starlight Express und so weiter, das waren die Produkte damals. Steller Musical Management, das habe ich mit aufbauen und leiten dürfen. Zum Schluss den gesamten kleinen Konzern mit 5000 Beschäftigten in etwa. Immer noch der für mich selber kleine Werner Brun aus diesem Dorf in Dithmarschen, ja. Und dann eben diese große Musical-Welt. Hat mir Spaß gebracht. Im Nachhinein betrachtet fehlt mir das ein oder andere Mal auf der Bühne zu stehen, mit namhaften Darstellern zu klönen nach der Show, wie so Künstler verarbeiten,
dass sie auf der Bühne gestanden haben. Und die Menschen waren natürlich meistens hellauf begeistert. Nehmen wir Phantom der Oper, Peter Hofmann beispielsweise, ist leider vor etlichen Jahren schon gestorben. Ein begnadeter Sänger, der jeden Abend aber leider Gottes im Korsett eines solchen Musicals steckte. Und darauf Wert gelegt wurde, dass der jeden Abend ein und dasselbe macht und singt und darstellt und zum Ausdruck bringt. Und das Ganze meistens so mindestens 6-mal die Woche. Eine ganz interessante Welt, aber wieder die Frage, warum jetzt eigentlich nicht von der Technik und Raffinerie und Computerisierung, sondern jetzt von Musicals hier zu einem Hotel. Da kam der nächste Schritt, indem wir heutzutage sagt man Verlängerung der Wertschöpfungskette, wie viele sicher wissen. Wir haben den Leuten eben nicht nur die Eintrittskarte für die Musicals verkauft, wir haben ihnen auch die, wenn sie von weiter her gekommen sind, die Übernachtung verkauft. Und dann haben wir irgendwann angefangen, in diesem Firmenverbund von Steller Musical Management mit Sitz in Hamburg, haben wir angefangen, auch Hotelkapazitäten zu bauen. Unser damals alleiniger Gesellschafter war Rolf Deile aus der Nähe von Stuttgart, leider Gottes auch schon verstorben. Und der hat viel Immobiliengeschäfte gemacht und der hat dann eben verstanden, zusätzlich zu dem Musical-Business auch noch mit den Hotels, die dazu kamen, Geschäft zu machen. Damals kam schon so leicht und locker die Idee, aber ich wagte natürlich überhaupt nicht konkret darüber nachzudenken, mein eigenes Hotel zu besitzen als angestellter Geschäftsführer. Und dann sah ich, als ich an einem Wochenende hier in St. Peter war, das war im September, muss ich überlegen, Anfang der 1990er Jahre, dann sah ich, dass hier ein Hotel in St. Peter zu verkaufen war. Dann habe ich mir das zunächst mal angeguckt, ja, um noch gar nicht den. Und hatte noch gar nicht den Traum vom eigenen Hotel so richtig. Aber das wurde dann konkret. Das hat dann so ein Jahr in etwa gedauert, bis es dann so weit war, dass ich auch die entsprechende Finanzierung und das Eigenkapital zusammen hatte. Und dann habe ich mir, das stand an dieser Stelle, das Parkhotel gekauft. Und jetzt sitze ich hier und habe das ganze Ding, wie man heutzutage sagt, einmal gedreht. Das heißt, die alte Bausubstanz völlig entkernt. Da sind nur ein paar Wände stehen geblieben und kaum noch mehr als das. Dann haben wir das Hotel 2,5-mal so groß gemacht in etwa. Das heißt, wir haben jetzt 60 Zimmer an hervorragender Stelle. Viele Zimmer mit Meerblick. Kann ich mich selber immer noch nicht satt sehen da dran. Begreife es immer noch nicht, dass das ein Hotel ist, wo ich sage, das ist mein Hotel. Und habe das so gebaut mit vielen Dingen, die mir negativ aufgefallen sind, in Hotels, in denen ich selber übernachtet habe. Aber da komme ich dann im weiteren Verlauf und im Detail noch dazu. Was sage ich meiner Mannschaft, wenn ich versuche zum Ausdruck zu bringen, wie gehen wir auf unsere Gäste zu? Wie wollen wir für unsere Gäste da sein? Was wollen wir unseren Gästen bieten? Ich sage dazu immer, wir haben wie zu Hause, da hat man ja auch mal Gäste, wo man sich darum kümmert, dass sie vernünftig frühstücken, ordentlich und ruhig schlafen können, dass man freundlich und lustig und leicht und locker miteinander umgeht. Und das ist übertragen hier auf dieses Hotel so, dass wir eben ein paar mehr Gäste zu Gast haben, für die wir da sein wollen, die sich wohlfühlen sollen, wo wir alles tun wollen, dass die wertvolle Zeit, die die Menschen haben, nämlich ihren Urlaub, so angenehm und entspannt und so vom Wohlfühlen her möglichst passend für jeden Gast. Der eine möchte lieber in Ruhe gelassen werden, der andere möchte angesprochen werden, der nächste hat Fragen, der übernächste möchte keine Fragen gestellt haben, möchte nicht, dass man sich von A bis Z kümmern, sondern er möchte selber aktiv werden, um auf uns zuzugehen und so weiter und so fort. Was ich aber sagen will, wir wollen uns auf unsere Gäste einstellen. Wenn jemand klönen will, haben wir dafür Zeit. Wie man jetzt vielleicht auch merkt in diesem Video, auch sich selber klönen gerne, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Ja, rundum ein herrliches Gefühl, mit Menschen zu tun zu haben und zu Gast zu haben und sich um sie zu kümmern
Und dann nicht nur bei der Abreise, aber dann natürlich auch zu hinterfragen, ob man sich hier wohlgefühlt hat, ob alles passend gewesen ist. Wir sind ganz offen dafür, dass wir Anregungen bekommen. Auch wir machen nicht alles richtig. Auch wir haben noch nicht alles komplett. Das haben wir vielleicht nie in einem solchen Haus, in so herrlicher Lage. Ja, bringt einfach Spaß, vielleicht euch, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen und in einer weiteren Folge oder Videoabschnitt oder wie auch immer, erzähle ich gerne einiges über technische und untechnische Details zu meinem Hotel. Danke.